New Soft Vision. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play beziehungsweise Let's Test World of Empires. Ja, was gibt es zu diesem Spiel zu sagen? Es hat so ein bisschen, wer es kennen mag, diesen Civilization-Charakter. Die Reihe ist von Sid Meier's rausgebracht worden. Ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo man quasi seine Nation auswählen konnte. Oder irgendeine Nation, und die vom Steinzeitalter bis ins Weltraumzeitalter führen konnte. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, so ein bisschen Diplomatie zu knüpfen. Sich mit welchen zu verbünden. Natürlich hatte man mit dem einen oder anderen auch Krieg gehabt und ja, es war natürlich auch alles sehr spannend. Also ich habe das damals sehr, sehr, sehr oft gesuchtet. Und ja, freue mich jetzt auch, das jetzt hier auf dem Android-Gerät spielen zu können. Ist auf dem Smartphone und auf dem Tablet erhältlich und es war für mich dann auch ein absolutes Muss, dann dieses Game mir quasi zu holen. So. Ich werde mal gucken, ob ich es in den nächsten Tagen schaffe. Werde ich nochmal gucken, ob ich ein Vorstellungsvideo zustande kriege, um dann auch als Let's Player so gesehen auch richtig einzusteigen. So. Das erstmal dazu. Und wir fangen mal an. Gehen auf Neu. Wir machen mal ein paar große Inseln. Ressourcenbeiträge erhöhen wir ein wenig. Das lassen wir so. Dann Uran heben wir ein bisschen an. Das auch. Eisen, Marmor. Erde, ein bisschen Kohle. Die Weltgröße lassen wir über groß. Ne? Bringt ja nichts, die Mittel oder klein. Ja, also wir lassen sie mal groß. Zwei Spieler. Also man kann natürlich, ne, man kann mal gucken. Ja, bis zu 13. Also mit bis zu 13 Leuten kann man das spielen. Ich würde sagen, so zwei, das ist erstmal so für den Anfang erstmal eine gute, solide Basis. Wenn man natürlich das Spiel dann richtig drauf hat, kann man natürlich auch mit mehreren spielen. Ist dann auch gerade in der Bündnis, wenn man gerade so ein bisschen Bündnispolitik führt, ist das alles so ein bisschen, ja, so alles ein bisschen einfach gestrickt, ne? Und deshalb, aber wir machen das mal bei zwei, das reicht. Wir bleiben bei normal. Genau, Nebel des Krieges schalten wir aus. Und dann die Siegbedingungen, ja. Vorherrschaft, seien Sie der Letzte in der Welt. Das ist jetzt so eine Sache. Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt sagt, ich baue jetzt so meine wahnsinnig große Armee auf und ziehe dann über meine Mitspieler her, mach sie platt und sag, ich bin jetzt hier der Letzte. Das wäre eine Siegbedingung, das machen wir nicht. Nein, ich habe einfach ein bisschen auf Diplomatie gesetzt und habe mit den Leuten halt im Frieden gelebt und habe das versucht, das Spiel friedlich durchzuspielen. Also zu 100% wird das nie klappen, auch gerade wegen den Barbaren. Muss man sich halt verteidigen und vielleicht der ein oder andere wird einen vielleicht mal angreifen wollen. Deshalb sage ich mal so zu 90 bis 85% habe ich es immer geschafft, das im Frieden durchzuspielen. Genau. Dann lassen wir einfach mal als Siegbedingungen Entdeckung. Entdecken Sie alle Technologien und Kultur. Holen Sie sich die höchsten Kulturpunkte, die es dann zusammen gibt. Das heißt, Kulturpunkte sammeln, das werde ich dann noch in den nächsten Videos ausführlicher erklären, dass wir natürlich auch Weltwunder bauen müssen, beispielsweise die Pyramiden, die chinesische Mauer, Sachen wie der Eiffelturm, das Brandenburger Tor, das sind Weltwunder quasi, die wir bauen können und für jedes Weltwunder, das wir bauen, kriegen wir halt Punkte. Und auch unser Kulturwert steigert sich. So, dann haben wir unsere Siegbedingungen festgelegt. Da machen wir einmal Händler, Stadt, Landmeister, Wachstum, Arbeiter. Ne, das lassen wir.
Machen wir auf Gelb. Und jetzt haben wir natürlich hier unsere Nationen. Und es ist genauso wie bei Civilization. Man kann auch hier auch schon vorstellen, wenn man sagt, ich möchte nicht in der Antike sein, ich kann auch im Mittelalter starten, im industriellen Zeitalter oder halt in der modernen direkt. Aber ich denke, wir machen dann dieses klassische Szenario. Wir fangen in der Antike an und kommen und versuchen uns dann bis ins Weltraumzeitalter hoch zu spielen dann quasi. Dann gucken wir jetzt mal uns eben die Länder an. Amerika, Arabien, Austria, also Österreich, Azteken, die gibt es ja so gesehen nicht mehr. Brasilien, Burma, Kanada, China, Ägypten, England, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indien, Indonesien, Japan, die Maya, die gibt es ja sowieso auch nicht mehr. Die Mongolei, Persien, der heutige Iran, Polen, Portugal, Rom, also Italien, das heutige Italien, Russland, Serbien, Slowakei, Spanien, Schweden und zu guter Letzt kann man hier auch die Türkei spielen. Ich würde sagen, für dieses Let's Play nehmen wir Deutschland. Wie jetzt einfach mal sagen. Ne? Mal Deutschland. Und an der Stelle würde mich das ja mal interessieren. Mal so, was für Länder würdet ihr nehmen? Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Mit was für Nation würdet ihr jetzt spielen? Wir können das ja auch so machen, dass ich so eine Art Ranking mache und ihr könnt mir schreiben, welches oder welche andere Nation ich noch spielen soll. Und dann bei den meisten Vorschlägen werde ich dann ein paar extra Folgen machen, wo ich dann die gewünschte Nation dann spielen werde. Alles müssen wir dann erst im Nachhinein gucken. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren, was ihr da so denken würdet, welche Nation ihr jetzt nehmen würdet. Wie Griechenland spielen wollt oder vielleicht, ich könnte mir vorstellen, viele wollen Russland spielen oder auch Amerika. Na, ihr könnt es ja reinschreiben, was ihr gerne sehen würdet. So, Spielernamen. Gehen wir ein. Kief. Ja. Ja, wir sehen, es ist so gesehen auf der Karte hier recht klein gehalten. Vorteil ist aber, dass wir uns hier ein wenig Zeit zum Ausdehnen nehmen können. So, wir werden mal gucken. Dann kommen unsere Siedler. Und dann geht's weiter. Genau, wieder auf die nächste Runde. Unseren Krieger machen wir auch mal hier. Nächste Runde. Das werde ich gleich mal eben kurz erklären, wenn wir unsere Stadt so gesehen aufgestellt haben. Da gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten. Ja, und aufgrund der, sehe schon, aufgrund der Kartenbedingungen werden wir Deutschland ein wenig klein halten müssen. Aber das kann sich im Laufe des Spiels, gerade wenn wir die Schifffahrt haben und noch ein bisschen weiter hinaus rausfahren können, können wir das immer noch größer halten. Nächste Runde. Ja, das ist momentan ein bisschen spannend zu beobachten. Da haben wir schon, da sehen wir schon ein, zwei Barbarenstämme. Die werden wir uns auf jeden Fall kümmern müssen. Weil die greifen uns mit Sicherheit an. Mit ziemlicher Sicherheit. So. Können wir unsere Stadt bauen. Jetzt haben wir Berlin. Wir bauen ein Gebäude, das Monument. Konstruieren. Fertig.
So, verteidigen. Da ist unsere Stadt gesichert. Jetzt könnten die Barbaren theoretisch kommen. Unsere Stadt ist gesichert erstmal. So, nächste Runde. Ja, und hier oben haben wir dann unsere Berater. Das wäre so gesehen unser Wirtschaftsberater. Das kommt dann auch erst später, wenn wir dann so gesehen dann auch ein paar Modernisierungen bauen. Dann haben wir und auch Güter haben. Dann haben wir auch in dieser Leiste was. Hier haben wir unsere Militär- und was heißt Berater, unsere Leiste. Hier sehen wir eine, hier können wir unsere ganzen Einheiten sehen. Hier, soweit man das sehen kann, haben wir hier unseren Krieger. Dann haben wir hier unsere, also ne, wenn wir mehrere Städte haben, werden hier unsere Städte aufgelistet in dieser Leiste. Hier sehen wir das Berlin. Das Monument wird gebaut. Es ist in 5 Runden fertig. Wenn wir auf Berlin, so gesehen, könnten wir aufs Auge klicken. Hier haben wir unseren Außenberater. Da müssen wir gleich mal gucken, wer hier wen spielt. Hier haben wir unsere Finanzleiste, denke ich mal. Genau, wenn wir jetzt hier noch mehr Geld haben wollen. Aber das brauchen wir ja nicht. Hier haben wir unsere Map. Erläuterung brauchen wir so gesehen auch nicht. Wir haben hier unsere Wissenschaftsleiste. Dann machen wir mal die Keramik. Die sind 18 Runden fertig. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Und ja, wir sehen jetzt, dass sich jetzt hier erstmal nichts tut. Also auch die Barbaren halten sich sehr ruhig. Das ist momentan auch sehr gut. Ich habe momentan ja nur diese eine Einheit. Und wir sehen jetzt hier auch oben links, dass dann da unser Geld ist. Wir haben da momentan plus 4. Ist immer gut, dass man sich steigt. Man muss immer eine gute Mitte halten. Ich habe irgendwann. Natürlich, es hängt immer davon an. Es hängt immer davon ab, mit welcher Strategie man vorgeht. Möchte ich eine große Armee aufstellen, klar steigen meine Kosten. Dann ist auch die Gefahr größer, dass ich pleite gehe. Wenn ich meine Bewohner nicht zufriedenstelle, also mein Volk nicht zufriedenstelle, dann werden auch keine Steuern gezahlt. Kann ich auch pleite gehen. Also man muss da immer so ein gutes Mittelmaß halten, dass man halt nicht pleite geht, weil dann kann man das Spiel vergessen, wenn man irgendwie mit 4 Minus ist oder so. Da kann man dann also das Spiel dann vergessen. Dann kann man sagen, okay, ich bin jetzt platt. Ich schaffe das nicht. Ich muss jetzt aufhören. Das muss aber nicht so sein. Wie gesagt, wenn man nicht so sehr aufs Militär setzt, man sollte, ne, man sollte sich verteidigen. Ja, aber man kann da auch sich die Kosten gering halten und wenn man halt auf hier auf Wissenschaft setzt und die Kultur floriert, dann zahlen die Leute auch mehr Steuern und dann hat man eigentlich keine Probleme mit den Finanzen. In Berlin ist was fertig. Dann gucken wir mal, Gebäude ist noch nichts, Truppe. Machen wir mal den Bauarbeiter. Der kann dann unsere ganzen Güter fertigstellen. Also wie gesagt, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welches Strategiespiel ihr gerne
gespielt habe oder spielt. Es gibt ja neben Civilization auch Anno. Das habe ich auch gerne mal gespielt. Da muss ich auch noch mal gucken. Vielleicht mache ich dazu auch immer noch mal ein Let's Play. Muss ich mal gucken. Ich muss erst mal gucken, wie dieses hier ankommt. Und generell, ich werde mich jetzt, das ist ja momentan auf meinem Tablet, was ich ja momentan zocke. Ich möchte das hier auch noch mal, dass ich noch mal ein Let's Play noch mal auf der Konsole mache. Dann werde ich wahrscheinlich ein paar Projekte mehr nebeneinander laufen lassen, dass ich dann sage, ich werde erst dieses fertigstellen und dann werde ich gucken, dass ich auf der Konsole noch mal das ein oder andere mache. Da gibt es ja für Konsolen-Games gibt es ja schon eigentlich zahlreiche Let's Plays, aber man muss halt gucken, ob man da halt auch auf den Untersuchungs, ne? Also ich möchte einfach irgendwo natürlich auch den Unterhaltungsfaktor natürlich halten. Ich möchte aber auch irgendwo den Leuten auch weiterhelfen, wenn ich das irgendwie kann oder so. Weil manchmal, man kennt das ja, man hängt irgendwo fest und kommt nicht weiter. Und wenn ich da einfach dazu beitragen kann, dass die Leute da weiterkommen und sehen, ah, so geht das, dann ist das so, dann ist das vollkommen okay. Ich mache das gerne. So, es ist hier noch alles sehr ruhig. Ah, man sieht die Barbaren kommen. Komm, wir gehen mal in den Bergbau. Genau, der Bauarbeiter ist fertig. Dann lassen wir den automatisch darum fuchteln. Der ist in Berlin fertig. Was machen wir? Ich setze noch auf einen Krieger. Möchte ich aber mal, ich möchte aber mal auf den Krieger hier setzen und dann gucken wir mal. Wollte jetzt gerade mal gucken, eben, wie lange ich schon auf. Wie lange sind wir jetzt hier schon? 18 Minuten. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde dieses Video jetzt mal bei 20 Minuten halten. Und dann gucken wir mal, wie wir das dann mal den Rest. Ich muss ja sowieso erstmal gucken, wie dieses hier ankommt. Und ich werde in jedem Fall nochmal vielleicht ein oder zwei Videos nochmal sowieso reinmachen. Die werde ich vielleicht ein bisschen kürzer halten. Das muss ich nochmal gucken, wie weit ich dann hier aufnehme. Im Prinzip auch, wie weit ich dann schneide. Das muss ich nochmal gucken. Da muss ich erst nochmal ein Gefühl für. Da muss ich nochmal ein Gefühl für einlegen. Dann gucken wir jetzt. Genau, der baut schon mal schön. Unsere Grenzen sind auch ein bisschen erweitert. Das ist doch alles. Sehr schön. Den verteidigen, den lassen wir jetzt hier auch verteidigen. Gebäude, Getreidespeicher in 8 Runden. Dann machen wir den Getreidespeicher jetzt. Und dann gucken wir jetzt mal. Ja, die sind da auf der Insel. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Mal eine Runde weiter.
Der Anton. Ah, natürlich können wir Freunde sein. Bisschen Geld haben wir doch noch bekommen. Das ist dann, wenn man dann schon mal erst mal diplomatische Kontakte geknüpft. Wenn wir jetzt hier ein bisschen runtergehen, dann sehen wir, ne? Er ist hier schon mal am Bauen. Hier haben wir schon mal so eine Art Hof. Hier wird wahrscheinlich eine Art Hof hinkommen und so weiter. Hier haben wir ein paar Pferde. Also hier werden auch noch was, eine Rindviehfarm oder so. Pferde ist nachher, wenn man berittener, gerade wenn man berittene Einheiten haben möchte, ist das eigentlich sehr sinnvoll. So, dann würde ich jetzt erst einmal sagen, dass ich mich jetzt hier erst einmal verabschiede und dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.